Als erstes schaut ihr, ob eure Pflanze schon reife Samen hat. Die sind meistens daran zu erkennen, dass die Samenstände sehr trocken sind und manchmal die Samen auch schon von alleine rausfallen. Manche Samen, wie die von der Malve, müssen erst noch aus der Frucht befreit und etwas gesäubert werden. Die trockenen Samen lagert ihr am besten in beschrifteten Papiertütchen. Besonders größere und noch feuchte Samen müssen nach der Ernte erst noch getrocknet werden. Bei Salaten und anderen Korbblütlern lassen sich die Samen meistens ganz einfach aus den Blütenständen schütteln.